Unter den Linden, der Phoenix-Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden Spezial im Rahmen unserer Energiewoche. Ja, was haben wir nicht um die Atomenergie in den 70er, 80er und 90er Jahren für Schlachten geschlagen, politisch, publizistisch, auf der Straße, am Bauzaun. Und jetzt, 10 Jahre nach dem rot-grünen Koalitionsvertrag, 8 Jahre nach dem Atomausstiegskonsens, wird jetzt praktisch die gesamte Diskussion einmal resettet. Jetzt fängt alles wieder von vorne an. Alle Seiten müssen im Zeichen von Klimawandel und Preisschock, Energiepreisschock, noch einmal ihre Argumente austauschen. Und das wollen wir heute Abend auch tun. Herzlich willkommen dazu, Claudia Roth, Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Genau. Ja. Und Markus Söder, Minister für Europa und Bundesangelegenheit des Freistaates Bayern. Herzlich willkommen. Ja, liebe Zuschauer, und Sie sind natürlich wie immer auch wichtig. Und wir haben Ihnen Fragen gestellt und Sie haben uns Antworten gegeben. Und für Sie im Studio ist Alexander Pohl. Und Atomstrom, da gab es eine ganz interessante Umfrage über den Tellerrand, ein bisschen hinausschauen, und zwar in Großbritannien. Großbritannien will ja bekanntlich mehr Atommeiler bauen. Und da wurden die Leute gefragt, was sind für Sie die 5 schlimmsten Erfindungen der Menschheit? Und Atomstrom auf dem vorletzten Platz mit nur 9%. Und auf dem 2. Platz, also die 2. schlimmste Erfindung der Menschheit für die Briten, das Handy. Wir haben uns mal umgehört auf den Straßen bei den Leuten. Wie wird eigentlich Atomstrom erzeugt? Sehen Sie selbst. Da gibt es Plutonium und das wird gespalten. Und dadurch entsteht giftiger Abfall. Und der Strom entsteht dadurch, dass Atome gespalten werden. Und der ist sehr, sehr kompakt. Also wenn Sie die ganzen Atome aus dem Kern nehmen, haben Sie nur noch Protone. Und die festen Protone haben so eine Anziehungskraft zum Beispiel, dass wir eigentlich die gesamte Erde, wenn wir die ganzen Elektronen aus den Protonen nehmen würden, hätte das eine Anziehungskraft, das ist so enorm. Sie hätten auf einen, so einen kleinen Punkt die Anziehungskraft von einer ganzen Galaxie. Das ist Wahnsinn. Wissen Sie vielleicht, wie es geht? Nein, ich weiß es nicht. Ich vermute nur durch die Strahlung. Oder? Die Brennstäbe werden in Wasser gefahren, glaube ich. Es werden verschiedene Brennstäbe zusammengeführt. Und das Wasser, das die Brennstäbe umgibt, verhindert irgendwie, dass nicht zu hohe Temperaturen entstehen und keine Kettenreaktion entsteht. So, halbwegs. Ich würde es so sehen, dass diese Atomanreicherei mit Wasser, ich komme jetzt nicht so drauf. Es hat eben halt einfach damit zu tun, dass es sehr, sehr gefährlich ist, dass also die radioaktiven Strahlen, die daraus entstehen, und den Menschen doch sehr schädigt und zum Tod führt. Da fragen Sie ja den Richtigen. Ja, ich habe Physik und Mathematik studiert. Also das ist Neutronenemission erzeugt Wärme, Wärme erzeugt Dampf und Dampf wird auf die Schaufeln von Generatoren geleitet und dann entsteht Strom. Da sind Verbrennungsstäbe, die werden in Wasser gekühlt und die werden dann irgendwann verbraucht und müssen in ein Endlager kommen, aber mehr weiß ich auch nicht. Wir haben 30 Leute heute gefragt und 2 wussten es, wie es geht. Kann es sein, dass wir ohnehin über etwas diskutieren, was die meisten Leute gar nicht verstehen? Ich glaube, dass die Leute schon verstehen, dass es sich um eine Technologie handelt, die definitiv nicht vom Mensch beherrschbar ist. Also jeder, der sagen würde, ich kann garantieren, dass das eine sichere Technologie ist, der ist nicht glaubwürdig. Dass die Menschen Angst davor haben oder sich fürchten, das hat ja Gründe. Und das sind alte Argumente schlechter geworden. Schauen Sie, ich war auch am Bauzaun und ich war auch in Brockdorf. Und ich komme aus Schwaben, auch aus Bayern wie Herr Söder. Und ich kann mich gut erinnern an die Tschernobyl-Katastrophe, wo gerade bei der Iller, bei der Günz es unglaublich geregnet hat in der ganzen Region. Auch heute ist noch eine riesengroße Strahlenbelastung.
Überlastung gibt, wo wir Zwischenfälle haben, nicht auf einem anderen Planeten, sondern in unserem Land, in Krümmel, in Brunsbüttel, in Frankreich diesen Sommer, in Spanien, in Forsmark. Sie sind Europäer, Sie wissen, was los ist in all diesen Atomkraftwerken. Und ich glaube nicht, dass man sich nur zur Atomkraft äußern darf, wenn man es nun physikalisch Nein, genau das nicht, das klären nicht, kann, sondern klar. Die Argumente sind auf dem Tisch. Was halt auffällt, ist, dass die Menschen eher offenbar ein Gefühl haben und weniger ein Wissen um die Gefährlichkeit. Nein, das ist, Entschuldigung, das ist kein Gefühl. Dann fahren wir mal bitte schön nach Tschernobyl. Dann fahren wir mal nach Krümmel und reden mit den Elterninitiativen, deren Kinder leukämiekrank sind. Mhm. Oder in Irland, deren Kinder leukämiekrank sind, weil es genau gegenüber von Sellafield liegt. Also da gibt es schon harte Fakten. Oder wir fahren gerne mal miteinander, vor allem vielleicht mit Herrn Huber, nach Gorleben. Die haben sich nämlich sehr gefreut, die Menschen dort, die seit Jahrzehnten gegen ein sogenanntes Themen, die Endlager. Wir im Laufe der Sendung Nein, ich will noch nur sagen, Sie sagen, das ist nur Gefühl. Nein, die Frage das ist, sind harte Fakten. Das ist nur, man muss es Sie ja nicht kennen, Sie kennen diese Fakten, aber die Leute offenbar sind zum großen Teil, das ist jedenfalls der Eindruck, den wir heute auf der Straße hatten, eher gefühlsmäßig dagegen, als dass sie jetzt genau wissen, aus dem und dem und dem und dem technischen Grund oder aus dem und dem und dem und dem gesellschaftlichen Grund. Mit Verlaub, Nein? Das stimmt nicht. Sie haben gefragt, wie entsteht Atom? Was ist eigentlich, wie entsteht die Atomenergie? Das ist eine Frage an tatsächlich physikalisch gebildete Menschen, aber man kann sehr wohl sagen, warum bin ich dafür? Okay. Ich tue mich da schwer, dein Argument zu finden, aber man kann auch sagen, es gibt die und die und die Gründe, die dagegen sprechen. Und Sie sind dafür? Ja, ich bin dafür, weil ganz so stimmt es mit den Fakten natürlich nicht. Die Fakten sprechen zum Teil eine ganz andere Sprache. In der Tat ist es so, dass viele Menschen immer noch nach wie vor verunsichert sind, wobei die Umfragen zeigen ja relativ deutlich, dass die Akzeptanz der Kernenergie auch im Zuge der Klimadiskussion, im Zuge übrigens auch der gesamten Debatte um Strompreise, weil das spielt eine ganz wichtige Rolle, also bezahlbare Energie für die Menschen, hat man im Winter die Möglichkeit zu wärmen zu Hause oder möglicherweise nicht bei den steigenden Erdöl-, Gas- und sonstigen Preisen, wächst ja die Zustimmung wieder zu dem Thema Kernenergie, zumal fast die ganze Welt. Also nicht nur so, dass jetzt in Deutschland diskutiert, das wird in der ganzen Welt diskutiert. In der ganzen Welt hat man sich in der Auseinandersetzung um Energieformen zumindest entschieden, die Kernenergie als Übergangstechnologie für die Klimarelevanz zu behalten. Das Zweite ist, diese ganzen Fakten, von denen gesprochen, mit Sicherheit. Sie haben völlig recht, niemand kann sagen, er kann alles beherrschen. Kein Mensch glaubt zum Beispiel, das Wetter beherrschen zu können. Es entstehen Stürme immer wieder. Sondern die Frage ist, wie kann man es schaffen, mit größtmöglichster Sicherheit zu operieren? Und wenn wir zum Beispiel ein Bundesamt für Strahlenschutz haben und in Deutschland die mit Abstand sichersten Kernkraftwerke der Welt, Tschernobyl zum Beispiel, haben Sie recht. Aber die Frage ist ja zum Beispiel am Ende des Tages, ob wir ganz bewusst uns darauf einlassen, Strom irgendwann zu kaufen aus Kernkraftwerken, die unsicher sind und sichere deutsche Technologie dann abschalten. Denn auch alle sogenannten Störfälle, die es bei uns gegeben hat, sind alle in der Relevanzschwelle 116, gab es Einzelmeldungen im letzten Jahr, davon waren 118, 116 waren die Stufe 0. Das zeigt also, dass diese Sorge und auch das manches, was geschürt wird, aus meiner Sicht überzogen ist. Und deswegen glaube ich, ist die Kernenergie eine Technologie, die uns im Übergang hilft, bezahlbaren Strom zu haben. Und ganz ehrlich, 8 Jahre Verlängerung der Laufzeiten bedeuten Einsparung von 1,1 Milliarden Tonnen CO2. Und deswegen, wer fürs Klima ist, muss zumindest die Kernenergie als Übergangstechnologie behalten. So, ich begreife das Punkt mal. Punkt. Ich wollte gerade sagen, das betrachte ich jetzt mal beides als Eingangsstatement und jetzt versuchen wir das mal eins nach dem anderen auseinander zu klamüsern. Da darf ich aber schon antworten. Da dürfen Sie wesentlich kürzer. Das entscheidet echt der Zuschauer. Sie waren ja vor 8 Jahren mit dabei. Sind Sie mit am Tisch gesessen oder hat das nur Jürgen Trittin verhandelt, damals den Ausstiegskompromiss? Nein, das war natürlich eine Verhandlung zwischen Rot und Grün. Mhm. Ich bin bei den direkten Verhandlungen nicht am Tisch gesessen, aber es war für uns einer der wichtigen Schritte, dass eine Industrienation sagt, wir schaffen den Ausstieg aus dieser Technologie. Übrigens nicht die ganze Welt, lieber Herr Söder, es sind gerade mal 30 Länder dieser Welt, dieser Erde, die Atomenergie haben. Dass und alle führenden Industriestaaten dieser Erde. Ja. Noch nicht ganz, wenn es falsch ist. Wenn's doch, falsch doch, ist. Das war nicht falsch. Aber ein Einwurf ist parlamentarisch, darf das man machen. Das stimmt. Ja. Und der Präsident muss sie dann irgendwann mal in dem Moment. Alle führenden Industriestaaten. Aber sie darf das jetzt wirklich zu Ende ausführen. So, bitte. Da stimme ich so nicht zu, weil
die zum Beispiel USA, Herr Bush, hat angekündigt, in seiner Amtszeit wird er 50 neue Atomkraftwerke bauen. Kein einziges hat er geschafft. In Europa, was wir bedauern, dass in Finnland ein Projekt geplant worden ist und entsteht. Ja, wer das glaubt, ist gutgläubig. Dieses Projekt, da steht noch nicht einmal der Rohbau und kostet jetzt nicht 3 Milliarden, schon 4,5 Milliarden. Mhm. Wir haben 5 Atomkraftwerke weltweit weniger als 2002. Also es geht nicht nach oben, sondern es geht nach unten. Also vielleicht muss man es noch mal richtig auf den Punkt bringen. Der Präsident möchte gerne noch mal eine Anmerkung machen. Geplant sind viele, gebaut wird bisher mit Glück eins im Moment. Also es gibt viele, die Absichtserklärung ausgesprochen haben, Schwellenländer sowieso, China und ich glaube Indien auch, die USA, Frankreich will noch weiterbauen. Jürgen Trittin hat damals gesagt, das ist sozusagen ein Signal an die Welt. Man kann wir wollen aussteigen, man kann aussteigen. Warum ist es dann tatsächlich so, dass sozusagen dieses Signal jedenfalls offenbar noch nicht angekommen ist? Woran machen Sie es fest? Woran machen Sie es fest? Also ich finde, dass selbstverständlich ist das Signal angekommen und ich habe überhaupt kein Problem, dass so eine Debatte im Zusammenhang vom Klimawandel nochmal geführt wird. Denn wir haben in der Tat eine riesengroße globale Herausforderung. Das ist der Klimawandel. Nur, man kann den Teufel Klimawandel nicht mit dem Belzebub Atomkraft austreiben. Und deswegen zum Beispiel ein Argument, Herr Söder. Sie sagen, wird ja jetzt behauptet, Atomkraft sei Ökoenergie. Das ist eine sehr wagemutige Behauptung, denn die Atomkraft ist keineswegs klimaneutral. Im Gegenteil, pro Kilowattstunde wird 129 Gramm CO2 ausgestoßen. Das ist so viel mehr als zum Beispiel bei der Windenergie, da sind es 22, oder bei einem modernen Gaskraftwerk. Bei der Atomenergie werden 70% werden einfach vergeudet, weil es keine Kraft-Wärme-Kopplung gibt. Also die Behauptung, die Atomenergie sei nun ausgerechnet eine Ökoenergie, die ist wirklich nicht gedeckt, zumal, jetzt können Sie sagen, wo entsteht denn diese CO2-Belastung? Die entsteht vor allem beim Uranabbau. Und wie kann man denn tatsächlich planen, Laufzeiten zu verlängern oder neue Atomkraftwerke zu bauen? Und das wollen ja auch viele aus der CDU, CSU, aus der FDP, ach, ich kann Ihnen die gerne alle zitieren, Herrn Huber, Frau Müller, Herrn Miesfelder, Frau Schawan, die ganze Reihe, die sollen dann bitteschön beantworten. Und Herr Söder, das müssen Sie auch, was bitteschön tun wir mit dem Müll? Und eins geht nicht, St. Florians Prinzip geht wirklich nicht, dass der Herr Huber sagt, bitte die Müllfrage erst zum Schluss beantworten, denn eigentlich... Das ist aber spannend, das ist richtig, weil denn, jetzt bin ich gerade bei einer... Ich weiß, aber das Problem ist, dass wir die ganze Sendung nicht in 10 Minuten abhandeln können, indem alle einfach nur... Nee, da wären wir auch nicht fertig, da bin ich mir sicher. Da gebe ich Ihnen recht, deshalb jetzt erst einmal vielleicht diese Frage klären, die steht da tatsächlich im Raum. Gibt es die Absicht in der Union, neue Kernkraftwerke zu bauen? Völliger Unsinn. Wir diskutieren derzeit die Frage, dass alle bestehenden Kernkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Wir in Bayern haben beispielsweise fast 70% unseres Stromes kommt aus der Kernenergie. Hm. Es gibt keine ernsthafte, wirklich realistische Möglichkeit, diesen Strom irgendwie zu ersetzen. Entweder man kauft Strom aus Tschechien beispielsweise, worüber sich der tschechische Europaminister letztens beim Gespräch sehr gefreut hat, hat ausdrücklich gesagt, das ist ein Konjunkturprogramm für Tschechien. Oder man steigt ein in die erneute Kohlenutzung beispielsweise. Oder man hofft, dass irgendwelche Offshore-Anlagen an den Küsten entsprechend erfolgreich sind, was aber immer bedeutet, dass man neue Leitungen bauen muss. Die werden zum Teil jetzt unter der Erde gebaut, was den Faktor der Kosten ums 10-fache erhöht. Das sind alles Szenarien, die auf absehbare Zeit ökologisch wie sozial unrealistisch sind. Und genau aus diesem Grunde spricht niemand davon, neue Kraftwerke zu bauen. Ja. In anderen Ländern der Welt wird es in der Tat diskutiert, aus zwei Gründen, und zwar massiv. Wegen dem Klimawandel, aber natürlich auch sehr stark, weil die Preise für Öl und Gas und die Abhängigkeit von einigen wenigen Rohstofflieferanten, schauen Sie mal, was wir in der Abhängigkeit Gas von Russland beispielsweise zu erwarten haben. Und man sieht, wie schnell und wie brutal möglicherweise sich Realitäten ändern können, was man in Georgien gesehen hat. Und deswegen macht es nur Sinn, wenn man breit aufgestellt ist, was Energieträger betrifft. Da kann die Kernenergie nicht das Einzige sein.
völlig d'accord. Sie wissen, dass wir in Bayern also den größten Anteil regenerativen Energien haben. Ich fasse mal kurz zusammen. Darf ich den Satz noch zu Ende sagen? Bitte. Aber dass den die Satz. Kernenergie mit zwei Kommas, dass die Kernenergie einer dieser Energieträger sein muss, ist klar. Und deswegen wollen wir keine neuen, das ist Quatsch, aber wir möchten gerne eine Verlängerung der Laufzeit. So wunderbar, ist das ist das Thema, wo wir gleich weiterreden. Aber jetzt dürfen erstmal die Zuschauer dran, ist schon eine Viertelstunde rum. Im Bereich der Atomindustrie, da wirbt man ja zum Beispiel auch immer mit der günstigen Herstellung des Stroms. Und da gibt es eine Frage von Gertraud Dinze. Wie wäre es denn eigentlich mit einer Sondersteuer auf Atomstrom, damit eben diese Atomlobby, so sagt Frau Dinze, nicht mehr mit der preiswerten Herstellung dieses Stroms werben kann? Eine Frage von Jürgen Klein hat uns erreicht. Deutschland steht mit dem Atomausstieg allein auf weiter Flur. Werden wir in internationalen Kreisen überhaupt in Energiefragen noch ernst genommen? Und aus dem Zuschauerraum eine Frage. Wie sieht es denn eigentlich mit der Verfügbarkeit für den Grundstoff des Atomstroms, nämlich Uran? Wie sieht es denn eigentlich mit der Verfügbarkeit des Urans aus? Biblis macht jeden Tag 1 Million im Grunde Gewinn, weil es abgeschrieben ist. Sondersteuer auf Atomstrom? Da brauchen wir gar keine Sondersteuer, sondern es wäre mal gar nicht schlecht, wenn die überhaupt mal steuerpflichtig wären. Also wenn man sich mal anschaut, die deutschen Atomkraftwerke, die sind mit etwa 100 Milliarden, wenn man die ganzen Summen anguckt, subventioniert unterstützt worden. Es gibt Steuerfreiheit, die Rücklagen, die Rückbaugeschichten, die müssen keine Steuern bezahlen. Das kostet den Fiskus etwa 800 Millionen im Jahr. Jedes Atomkraftwerk, das abgeschrieben ist, und die deutschen Atomkraftwerke sind abgeschrieben, bringt netto 1 Million am Tag. Wenn jetzt vorgeschlagen wird, ich habe übrigens registriert, niemand hat die Absicht, neue Atomkraftwerke zu errichten. Herr Söder, ich habe es nur vernommen, ich werde das noch einmal nachlesen, was Frau Müller gesagt, und Frau Schawan gesagt hat, nicht irgendjemand unter Huber. Aber wenn man jetzt verlängern würde, wie CSU-Chef Huber gesagt hat, 60 Jahre, dann würde das etwa bedeuten, dass das letzte Atomkraftwerk in Deutschland dann bis 2049 laufen würde. Um 60 würde. Jahre oder auf 60 Jahre? Nein, er sagt, die Laufzeiten können 60 Jahre sein. Okay. Bei uns sind sie im Schnitt auf 31 reduziert. Genau, ja. Und dann kann man ungefähr rechnen, dass das ein Reingewinn von 250 Milliarden bedeutet. Also Steuern zahlen, schon heute, dafür brauchen wir keine Sondersteuer. Wenn man heute sagt, wenn man heute behauptet, es sei nicht nur Ökostrom, sondern das sei auch sozial besonders gut, dann frage ich mich, warum wird dann jetzt nicht schon dieser Nettogewinn zurückgegeben, warum wird jetzt schon sozusagen den vier großen Konzernen wie einer Gelddruckmaschine diese Möglichkeiten eingeräumt? Ich versuche es mal ein bisschen kürzer die Antwort bitte und dann die nächsten zwei Fragen noch. Das schaffen Sie heute nicht mehr. Ja, ich muss sagen, ist einfach akzeptiert. Ja. Das ist eine gute Idee. Also zunächst mal, wenn man sich anschaut, was in Deutschland jeweils Strom kostet, stellt man fest, dass der Strom aus der Kernenergie fast der günstigste ist. Und auch derjenige Strom, der den Steuerzahler... 5 Cent pro Kilowattstunde weniger. Das ist bei einer durchschnittlichen Haushaltsfamilie von 300 Megawatt ungefähr 1 Euro im Monat. Wenn man sich vor allem in der Perspektive anschaut, übrigens, wer Geld macht, also es gibt sehr wenige große Yachten irgendwelcher Kernkraftkonzerne. Es gibt aber unglaublich große Yachten irgendwelcher russischen Oligarchen, was Gas und Öl betrifft. Also was das Thema betrifft, Verantwortung, was Geld betrifft und wer es dann den Bürger abnimmt, glaube ich, muss man da schon unterscheiden zwischen denen, die im Öl- und Gasbereich richtig abzocken und denen beispielsweise, die hier im Land sind. Wir stellen uns vor, dass man auf Dauer gerade aus den Gewinnen, die in der Kernenergie betrieben werden, Forschungsgelder aktiviert, um in der Tat, noch einmal, für mich ist die Kernkraft eine Übergangstechnologie. Wobei übrigens die Schätzungen vom Uran deutlich günstiger sind als von Öl. Das kann uns aber nicht kalt lassen oder sagen, jetzt machen wir 30 Jahre. Denn nachhaltig heißt ja breiter aufstellen. Das heißt, Gelder dort in dem Bereich zu investieren, um Möglichkeiten haben, Forschung voranzubringen. Und im Übrigen gibt es in Deutschland ja Sondersteuern auf Energie. Ich unterstütze das zwar, aber man muss sehen, dass beispielsweise in der Solarenergie die Förderung über das Erneuerbare-Energie-Gesetz bedeutet, dass wir im Jahr 1 Milliarde
zusätzlich aus Steuermitteln verwenden, um den Solarstrom letztlich einspeise- und damit wettbewerbsfähig zu machen. Also das Sie unterstützen die Sondersteuer oder es würden eine Sondersteuer? Nein, ich denke aber, dass wir Mittel hernehmen sollten. Also mehr Steuern, das Land hat genug Steuern, immer nur neue Steuern. Ich finde, wir sollten Gewinne hernehmen mit Forschung. Selten hat eine Zuschauerfrage so eine lange Diskussion ausgelöst. Nee, nee, der wahrhaftige Preis, wenn wir da einer Meinung sind, dann ändert sich das aber Bitte. Ob man einer Meinung in der Frage bin, glaube ich gar nicht einmal. Ja? Also sondern ich denke, wir sollten Gewinne hernehmen, um zu forschen. Aber man sollte in der Relation immer sehen, dass die größte Förderung und Subvention, die wir in Deutschland machen, natürlich für regenerative Energieformen wie beispielsweise Solarstrom. Also die Gewinne, die könnten Sie heute ja schon nehmen. Da brauche ich doch keine Laufzeiten verlängern. Ich kann doch die Gewinne nehmen. Eine Million am Tag. Wir können doch nicht einfach Gewinne. Eine Million am Tag, Herr Söder, das ist doch selbst für Sie viel Geld. Ich weiß, ja, sehr. aber nicht so viel Geld, wie die Grünen hätten. Aber jetzt mal ganz ernst, Sie können doch nicht hergehen und sagen, wir nehmen jetzt einfach mal irgendwie spazieren durchs Land und sagen, nehmt mal da was, nehmt mal da was. Wenn, eine Million pro Tag pro Atomkraftwerk, 17 Millionen am Tag. Und das, was Sie vorschlagen, ist ein alter Vorschlag, den machen die doch gar nicht mit, Ihre Freunde von den Kartellen. Würden Sie dann zustimmen, eine Verlängerung der Laufzeiten, wenn wir mehr von den Gewinnen hernehmen, um dann zu investieren in die Forschung? Nein, weil ich brauche keine Verlängerung. Das, was Sie vorschlagen, das kann man jetzt schon tun. Und das hat ENBW übrigens schon abgelehnt. Also ich empfehle, um mal dieses Thema an dieser Stelle mal abzubrechen, ich empfehle unsere Energiewoche wunderbar. Wir stellen in dieser Woche zum Beispiel einen Menschen vor, der mal die Idee hatte, Solarpanel herzustellen. Sie werden beeindruckt sein, wie viel Geld man damit verdienen kann. Dann, ich sage schon eine Milliarde im Jahr. Zweite Frage ging, ob man sich international isoliert. Ich bitte um eine etwas kürzere Frage, sonst brauche ich meine Fragen hier gar nicht mehr vorzutragen. Italien hat gesagt auf dem G8-Gipfel, wir wollen jetzt auch wieder rein in die Atomkraft, weil wir günstigeren Strom produzieren wollen. Das ist die Begründung, die offizielle. Ob es richtig ist, ist eine andere Frage, aber so ist die offizielle Begründung. Also, ist Deutschland mit seiner Position nicht ziemlich alleine in der Welt? Nein, ich habe es noch mal gesagt, es gibt überhaupt nur 30 Länder, die Atomkraft haben. 34 Atomkraftwerke werden im Moment sind in Planung. Aber davon sind schon die Hälfte über 10 bis 20 Jahre im Bau. Ja, G8 ist aber mit Verlaub nicht die Welt. Okay. Das ist genau das Problem, dass die G8 sich einbildet, sie sei die Welt, ist es aber nicht. Und ich glaube, Deutschland isoliert sich eher, wenn sie den riesengroßen Vorteil und Vorsprung, den es bei uns ja gibt in den neuen Technologien, wenn sie den verspielt. Okay. Wir isolieren uns natürlich und zwar vor allem in dem Kreis, der vergleichbar mit uns ist, der führenden Industrienation. Natürlich haben Länder wie Mali, Simbabwe, Paraguay und andere Länder nicht ganz so den hohen Energiebedarf wie wir. Das mag schon sein, dass was man da mit anderen... Jetzt würde ich sagen, den Anruf dann anmelden. Der hat erhebliche Energieprobleme jedes Mal in jedem Jahr und weiß nicht ganz, wie er es lösen muss. Alle führenden Industrieländer, die vergleichbar sind mit Deutschland und die vergleichbar über Preise reden, sagen, wir brauchen es. Ich weiß jetzt kürzlich da auf einer Konferenz mit führenden Ländern, China beispielsweise, ein Land, das unglaublich energierend will 30 neue Kraftwerke bauen. Am Ende wird es so sein, wenn wir keine bauen, wird eines passieren. Sichere deutsche Technologie, das muss man auch mal sehen, die wir etabliert haben in der Welt, geht irgendwo hin und geht uns letztlich verloren. Wir verlieren übrigens auch eine riesen Exportmöglichkeit. Das sind wirklich interessant ist, dass die Argumente wirklich so über die Jahre nicht viel anders geworden sind. Doch, es kommt jetzt gleich ein neues beim Uran. Jetzt bin ich gespannt. Beim Uran, Sie haben im Atomkompromiss die Wiederaufarbeitung sozusagen ausgeschlossen. Ja, aber aus gutem Grund. Das ist richtig, aber es sorgt nicht für zusätzliches Uran oder zusätzlichen Brennstoff. Eben, und deswegen ist es ja ein bisschen verrückt in einer Welt, die hochgefährlich ist. Ich glaube, zumindest da werden wir uns einigen, Herr Söder. Wie gefährlich als insgesamt? Ich rede jetzt vom internationalen Terrorismus. Ja. Und da in einer Welt, wo wir mit Nordkorea, wo wir mit Pakistan, wo wir mit Iran die Debatten haben über die Gefährdung von hoch angereichertem, waffenfähigem Material, da muss man sich doch die Frage stellen, Uran ist endlich 20, 30 Jahre, dann beginnt die große Knappheit. Wenn man jetzt so viele bauen wollte, neue Atomkraftwerke, wie die internationale Agentur vorschlägt, die redet von 1000, was ein Schmarrn ist, dann kommen wir plötzlich um einen riesen Konflikt, um ein endliches Material, um eine Ressource und dann gibt es die Debatte, sollen wir in die Brütertechnologie gehen und dann haben wir in einer Welt, wo es internationalen Terrorismus gibt, möglicherweise die Gefahr von vagabundierendem militärischem Material, das
ist für mich ein gigantisches Sicherheitsrisiko. 70 Tonnen Plutonium wird jedes Jahr in Kernkraftwerken sozusagen erbrütet. Oder nee, erbrütet nicht mal, sondern einfach fällt an durch die Verbrennung. Ja, zu den Argumenten. Es ist ja nicht so, dass jetzt aus deutschen Kernkraftwerken international terroristische Aktivitäten erwachsen. Das ist ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Sondern dass es das geben kann in anderen Ländern, ist klar. Umso mehr sollten wir daran arbeiten, dass bei uns die Technologie sicher ist, erstens. Zweitens einmal ist es so, dass irgendwann mal wird alles knapp. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir Übergangszeiten haben. Wegkommt. Wir wollen ja keine 30 Jahre. Nur ein jetziger Ausstieg bedeutet nichts anderes, als dass wir, das muss man mal sehen, die Alternative, die haben wir im internationalen Vergleich nicht. Wir hätten vielleicht vor 10 Jahren, als diese Beschlüsse getroffen worden sind, alles machen können. Damals gab es die Ölknappheit, die Gasknappheit. Ich kann mich noch erinnern, dass früher gesagt wurde, Gas bleibt eine ganz sichere, verlässliche Energiequelle. Und zum Thema Terrorismus übrigens noch. Der Chef des Bundesamtes für Strahlenschutz, ich glaube ein sogar Parteimitglied der Grünen, Herr König, hat ja gerade bei der, ja, wollte ich gerade sagen, ein guter Mann, der hat zum Beispiel festgestellt, dass die deutschen Kraftwerke, die Kernkraftwerke, genau auch sicher sind gegen solche terroristischen Anschläge. Also muss man sagen. Oh, stopp, das hat er nicht. Hat er genauso gesagt? Nein. Es tut weh. Das ist doch alles. Darf ich bitte zu Ende und dann können Sie gleich wieder 10 Minuten lang das Fragen stellen? Passt doch schon auf. Naja, also halbwegs. Nein. Die Fakten, auch in der Aushandlung, beispielsweise dieses Ausstiegskompromisses, bei dem Sie den parteilich zwar mitgebracht, aber nicht dabei waren, ist nachzulesen, dass drinsteht, erstens, die deutschen Kraftwerke sind die sichersten der Welt und zweitens, genau auch für die Verlängerung, alles wird getan und nur dann werden sie genehmigt, wenn sie gegenüber terroristischen Angriffen sicher sind. Bestätigt, genehmigt Herr und Söder, damit so beschlossen. Werter Herr Söder, kein einziges... Liebe Frau Roth. Ja, ist komisch, gell, wie nett wir wunderbar, sind. Wunderbar, ja. Ich frage auch noch gleich was zur Koalition, aber ja, das kommt später erst. Kein einziges Atomkraftwerk dieser Erde wäre sicher vor einem gezielten Angriff. Die alten Atomkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland sind nicht sicher, wenn es einen Angriff geben würde. Nicht einmal, wenn ein Sportflugzeug einen Unfall hätte und auf so einen Atomreaktor fallen würde. Die Vorschläge, die da so kursieren, dass man möglicherweise Nebelanlagen um deutsche Atomkraftwerke bauen sollte, damit der Terrorist sie nicht erkennt, das ist ja wohl nicht ihre Strategie. Davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Wenn so ein Flugzeug kommt, passiert wahrscheinlich in einer ganz schlimmen Situation, passiert wahrscheinlich ganz andere Situationen. Und mal ganz davon ab. Warum laden wir uns nur 3/4 Stunde ein zur Summe? Ja, das ist wohl wahr. Wir können ja das nochmal nachholen. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten. Nein, Moment. Dass der Moderator noch nicht da war, da hätten wir auch die Sendung alleine gemacht. Ich will euch ja möglichst viel Platz dafür geben. Aber jetzt sind nochmal die Zuschauer dran. Wir haben nämlich auch auf den Straßen gefragt, Ausstieg ja oder nein? Und da schauen wir uns jetzt mal an. Ich denke, Atomkraftwerke sind inzwischen ziemlich sicher und man sollte sie auch weiter betreiben. Ich würde meinen, ja, die bestehenden Kraftwerke laufen zu lassen. Abschalten. Wenn wir jetzt noch auf die Atomenergie verzichten, dann sind wir diesen Konzernen, die Ölmultis in der Russerei und in den arabischen Raum, die eben Gas produzieren, voll ausgeliefert. Wenn man überlegt, welche Gefahren von der Kernenergie ausgehen, bin ich eigentlich dagegen. Ich bin so beunruhigt durch die Störfälle, die immer wieder gemeldet haben. Und es geht dann irgendwie um alles. Deshalb würde ich persönlich lieber aussteigen. Ziemlich gespalten, die Gesellschaft generell in dieser Frage. Und ist nicht eigentlich schon beim damaligen Ausstiegskonsens nicht doch der Fehler gemacht worden, einen nationalen Konsens zu finden, auch mit der damaligen Opposition. Denn wenn es irgendwie mal eine andere Mehrheit gibt, müssen Sie immer davon ausgehen oder müssten Sie dann damit rechnen, dass auch dieser Ausstiegskonsens wieder gekippt wird. Also braucht man nicht doch vielleicht eher einen nationalen, neue Anstrengung für einen nationalen Konsens? Nochmal, ich glaube, das können wir gerne machen und man sollte auch immer wieder dafür werben, für die richtige Politik und richtige Perspektive. Und es ist ja nicht so, dass
dass der Beschluss heißt, dass im nächsten Jahr ausgestiegen wird, sondern das war für uns Grüne gar nicht so leicht, dieser Konsens damals oder dieser Kompromiss. Denn der Ausstieg, der ist ein Übergangsausstieg und soll im Jahr 2021 beendet sein. Das Wichtige ist und wo ich mir viel mehr Debatte wünschen würde oder Anstrengungen wünschen würde, wäre, dass wir ja nicht gesagt haben, wir steigen aus. Übrigens aus einer Energieform, die weltweit gerade mal 2,5% der Energie überhaupt liefert. Sondern wir haben gesagt, wir steigen in was anderes ein. Erneuerbare Energien. Da gibt es in Bayern noch so viel. Das ist eine andere Sendung. Energieeffizienz, Energieeinsparung. Ich muss leider dazwischen. Genau, das ist aber wichtig. Ich weiß. Weil man muss den Leuten ja die Angst nehmen, dass es Stromlücken gibt. Ja. Und man muss den Strom übrigens auch nicht in Tschechien kaufen, sondern wir hatten 2006 und 2007 ein absolutes Rekordergebnis. Und Deutschland war Exportland im Strom und nicht Importland. Deswegen brauchen Sie in Bayern auch nicht in Tschechien einkaufen, sondern das gibt es national mehr als genug. Da hat sie eine ganz Unrecht, weil wir die Kernkraft noch haben. Schauen Sie mal. Weil wir die Kernkraft noch haben. Liebe Frau Roth, weil wir sie noch haben. Wenn wir sie, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Das war. Wenn wir sie nicht mehr haben, wir haben in Bayern 70%. Der Strom kommt aus der Kernenergie. Knapp 70%. Dann brauchen wir einen Ersatz. Wir haben 8-10%, wenn wir gut sind, schwer wir schaffen, im regenerativen Bereich. 8 haben wir derzeit in Bayern, ist es sehr gut, es ist über dem Bundesdurchschnitt. Wegen Wasser, die Hälfte Solarstroms kommt aus Bayern. Wir investieren in den nächsten 350 Millionen Euro in den Bereich Klimaschutz. Nur, es ist absolut unrealistisch. Es wäre so schön, wenn es klappen würde. Okay. Aber es ist... Nein, das ist okay, war jetzt an der falschen Stelle, bitte. Nein. Weil der Satz noch nicht vorbei war, das Komma war noch. Das Komma es ist war noch unrealistisch, es war gut, es war gut. Es ist unrealistisch und deswegen, genau deswegen, brauchen wir, und der Ausstieg beginnt ja in den nächsten Jahren zu wirken, auch in Bayern. In den nächsten 2-3 Jahren werden die ersten Kraftwerke werden abgeschaltet. Und dafür braucht man doch letztlich eine Alternative. Ach, und die haben wir nicht. Und darum brauchen wir noch mal die Zuschauer und Alexander Pohl. Und zum Ausstieg lässt sich vielleicht noch sagen, dass es ja eine Forsa-Umfrage gab vor kurzem, wonach sich die Mehrzahl derer, die gesagt haben, wir sind für einen Ausstieg, ganz klar sagen, wir sind aber nur dann für den Ausstieg, wenn es auf der anderen Seite bei den alternativen Energien zu einer wirklichen Alternative kommt. Das heißt, die Angst vor einer Stromlücke, wenn man so will, die ist schon durchaus da. Wir haben jetzt eine Frage hier von den Zuschauern im Studio. Eine Frage an Frau Roth. Wenn Frau Roth kein Argument für Kernenergie einfällt, hat sie denn auch einen realistischen Plan zum Energieausgleich? Das ist die Frage an die Frau Roth. Und dann noch eine Frage an beide Gäste von Henry Höfer. Wenn man Kernkraftwerke abschaltet, die eigentlich noch laufen könnten, wie hoch schätzen die Gäste, wäre dann der gesamtwirtschaftliche Schaden? Ja, die Aufforderung zu einem Co-Referat werde ich natürlich nicht zustimmen hier, aber was die realistischen Plan oder Gegenplan ist, weil das würde wahrscheinlich noch mal 20 Minuten in Anspruch nehmen. Aber gibt es eine Stromlücke? Sehen Sie die? Es gibt ganz lustige, unterschiedliche Studien dazu. Ja, ich sehe die Stromlücke nicht. Ich vertraue da den Untersuchungen des Bundesumweltamtes. Und das Bundesumweltamt hat sehr deutlich gemacht, dass es keine Stromlücke gibt bis 2021, wenn an dem Konsens festgehalten wird. Und auch wenn es braucht keine Neubauten von neuen Kraftwerken. Wichtig ist noch einmal, Herr Söder hat recht, übrigens auch dank der rot-grünen Regierung und des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes gibt es sehr viel erneuerbare Energien in Bayern. Wir haben aber noch viel Potenzial, beispielsweise im Wind. Der Bund Naturschutz hat 1000 Plätze benannt, wo man mit der Windkraft Energie erzeugen könnte. Wir müssen viel mehr tun für Energieeffizienz. Die Kraftwerke in Bayern, die schaffen möglicherweise maximal 30 bis, das ist jetzt nicht bayerisches Problem, das ist überall ein Problem, 30-40% Effizienz, und wir haben ein Riesenpotenzial in der Energie. Einsparung. Nochmal, und es rechtfertigt nicht, dass wir auf die Atomkraft alles jetzt drauf reduzieren, weil wir brauchen einen Energiewandel. Und nochmal, ich kann Atomenergie nicht tanken. Das heißt, sie ersetzt nicht Wärme, sie ersetzt nicht das Öl und das Gas. Und deswegen braucht man ein ganz neues Konzept. Die Hypovereinsbank hat da was ausgerechnet. Ganz interessant, wie viel sozusagen maximal möglich ist. Es bleibt am Ende, Sie haben vorhin mal gesagt, man kann den Teufel nicht mit dem Beelzebub austreiben oder so ähnlich. Es bleibt eben das, was man, glaube ich, auch damals beim Atomausstiegskompromiss sich vorgestellt hat, nämlich Grundlast mit fossilen
Energien erstmal zu sichern. Gas, Kohle, Braunkohle vor allen Dingen. Ist das die Alternative? Also das wäre ökologisch gesehen in der Tat den Teufel mit dem Belzebub aus. Ja, es wird nichts anderes übrig bleiben. Deswegen funktioniert es ja auch nicht. Das wäre ja auch der falsche Weg. Wir haben mehrere Probleme. Zunächst einmal diese ganzen Prognosen. Wir hatten vor etlichen Jahren Prognosen über ganz stabile Energiepreise in den nächsten Jahrzehnten. Keiner konnte das vorhersehen. Ich mache da keinen Vorwurf. Ich mahne nur an, dass all diese Prognosen bis 2022 bleiben alle Preise stabil. Die sind doch albern, die kann doch in der heutigen Welt kein Mensch mehr halten. Wenn wir völlig abhängig sein wollen von anderen, dann sind solche Strategien machbar. Wenn wir ein bisschen aber ein eigenes nationales Energiekonzept haben wollen, als Deutsche, dann mit einer eigenen Verlässlichkeit, dann müssen wir einen Energiemix zusammenbringen, der uns die Chance bietet, möglichst stabile Preise mit größten ökologischen Möglichkeiten zu haben. So, und da gehört Energieeffizienz sicher dazu, da gehört Forschung beispielsweise bei einer Geothermie dazu, aber man muss schon sehen, dass all diese regenerativen Energieträger auch letztlich irgendwann bezahlbar bleiben. Und deswegen glaube ich eben einfach, dass diese ganzen Hoffnungen, Frau Roth sagte, wir brauchen jetzt eine grundlegende Erneuerung. Ich habe eine Enquetekommission Energie im Bayerischen Landtag, das war die erste, die es da gegeben hat, überhaupt Enquetekommission der Geschichte, 3 Jahre mitleiten dürfen. Wir haben viele wirklich Fachgespräche hervorragend geführt. In keinem ernsthaften Szenario, das mathematisch halbwegs belegbar ist, ist zum Beispiel bei uns in Bayern die 70% Strombedarf aus Kernenergie nur ansatzweise finanziell durch andere Fragen subsidiert. Und deswegen, ich bin kein Kernkraftfetischist. Es geht nicht darum zu sagen, hurra, das muss sein, sondern es geht um eine ganz einfache, nüchterne Rechnung auf einer Rechentafel. Was haben wir für ökologische Vor- und Nachteile? Was haben wir für soziale Nachteile? Und was haben wir für wirtschaftliche? Und dann kommt unter Strich raus, lasst uns bitte verlängern die Kernenergie, die Laufzeit. Das Problem ist natürlich, wenn man die Energie für unsicher hält. Das ist eine Geldmaschine für die 4 großen Konzerne, Herr Söder. Und die Tatsache ist, dass der Markt, 80% wird er von den 4 großen Energiekonzernen beherrscht. Und genau das muss durchbrochen werden, dass wir da sehr viel mehr Wettbewerb haben, dass die anderen tatsächlich wirklich eine Chance haben, durchzukommen. Dezentrale und noch einmal, es sind zwei Themen. Und die darf man, das ist ja, deswegen debattieren wir doch jetzt. Die Preise der Konzerne ist das eine. Die eine Geschichte ist die Notwendigkeit, dass wir die CO2-Emissionen senken, Klimaschutz oder Klimawandel etwas entgegensetzen. Und das andere ist die Energiesicherheit. Und die Atomkraft trägt nicht zur Energiesicherheit bei, weil sie eben gar nicht Gas und Öl ersetzt. Lassen Sie uns noch mal über Gas reden. Sozusagen von den fossilen Energieträgern, die sozusagen für Grundlast noch möglich wären als Ersatz, ist das Gas noch am wenigsten CO2 gefährlich oder relevant. Ja. Haben Sie da das Argument Versorgungssicherheit? Ist das für Sie ein Argument? Ist das kein Argument? Denn Kohlekraftwerke sind ja offenbar auch immer schwieriger durchzusetzen. Ja, natürlich ist Versorgungssicherheit ein wichtiges Argument. Aber noch einmal, im letzten Jahr waren 7 deutsche Atomkraftwerke von den 17 wegen permanenter Störungen, wegen Zwischenfällen, waren dicht. Wollen die nicht eigentlich eine Laufzeitverlängerung herbeiführen? Moment, waren dicht. Und trotzdem haben wir einen enormen Überschuss gehabt. Wir haben exportiert. Wir haben zum Beispiel nach Frankreich exportiert, ein großes Atomstromland, weil es viel zu warm war und die konnten das Kühlwasser nicht aufbringen. Aber wir gehen davon aus, dass das Szenario durchgehalten wird. Im nächsten Jahr Isar 1 geht vom Netz und Biblis soll vom Netz und sowas geht immer weiter und wir sind im Jahre 2020 und wir haben eine Grundlast weniger von 27%, nicht ganz bis dahin, aber von sagen wir mal 17% aber Kernenergie, die weg ist. Die Atomkraft wird zurückgefahren, steigen aus, aber wir steigen ja ein. Jetzt mache ich mal ein ganz anderes Beispiel. Der CSU-Vorsitzende Erwin Huber, der sagt zum Beispiel auch ein Argument, was wichtig ist für die Menschen, das nehme ich sehr ernst. Der sagt, wo schaffen wir Arbeitsplätze? Der sagt, Atomkraft ist ein Jobmotor. Dass er gut rechnen kann, das wissen wir vom Finanzminister. Aber wenn in den ganzen Jahren gerade mal 30.000 Menschen über Jahrzehnte jetzt in diesem Bereich beschäftigt sind und in wenigen Jahren neue Energien, erneuerbare Energien, wir bei
230.000 sind und bis 2020 bei 500.000, ich glaub, das bestreitet dann niemand. Ja, das sagt Herr Huber. Aber jetzt darf er noch mal was dazu sagen, weil sonst kommt er nicht mehr vor. Liebe Frau Roth. Und Herr Söder kommt schon vor, machen Sie sich keine Sorgen. Na? Ja, also entstehen Arbeitsplätze und das ist auch toll, sind ja alle subventioniert. Und die werden wir weiter subventionieren. Man kann natürlich sagen, ein Großteil der Arbeitsplätze, die wir haben, über den erneuerbaren Energienbereich, sind natürlich deswegen möglich, weil wir die Einspeisevergütung in Deutschland haben. Weil jetzt ein junger Unternehmer in Leipzig eine Photovoltaikfirma aufnimmt. Liebe Frau Roth, wir haben uns vorhin auf ein formalisiertes... Genau, also da halten wir uns auch beide dran. Ich mache es sowieso und Sie auch, dann ist es gut. Großartig, wie hier die Quoten verteilt werden. Und dann ist es so, wenn wir diese Förderung massiv betreiben, die haben wir betrieben, weil wir auch der Markteinführung Unterstützung geben wollen. Ja? Deswegen sind große Bereiche eben subventioniert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, man muss natürlich sehen, wenn man in Deutschland schaut, wo Energieträger wären, da wird zum Beispiel Wind ein großer Bereich sein. Stimme ich zu. Aber natürlich nicht so sehr bei irgendwelchen kleinen Anlagen in Bayern oder Baden-Württemberg, sondern die großen Offshore-Parks, die übrigens auch interessante ökologische Fragen irgendwann hervorrufen werden. Riesige Offshore-Parks werden etabliert werden. Wir müssen Leitungen bauen. Wir werden einen Großteil der Leitungen nicht nur dort, sondern auch insgesamt im Land unterirdisch legen müssen. Das ist für Schleswig-Holstein, Niedersachsen übrigens ein Standortvorteil, weil sie vergünstigten Strom bekommen werden. Allein die Länge des Transportes in den Süden Deutschlands jetzt zum Beispiel, der mich jetzt besonders interessiert, Sie glaube ich auch, wird dazu führen, dass die Strompreise bei uns in Bayern oder Baden-Württemberg oder Hessen teurer werden. Das sind halt alles Dinge, die muss man berücksichtigen. Und wenn man das dann immer zusammennimmt, dann ist auch all diese regenerative Energien wichtig, um sie zu fördern und zu forschen. Überhaupt keine Frage. Noch einmal, wir investieren da drin. Ich glaube, dass wir in der Geothermie gerade im Süden des Landes echte Chancen haben. Aber man muss immer sehen, wenn wir in bestimmten Bereichen nur 2, 3, 4% bislang Stromanteil haben durch regenerative Energien. Wie sollen wir dann auf 20, 30, 40 oder 60% in 3 Jahren hochkommen? Dieser mangelnde Realismus ist es, der mich dazu bringt zu sagen, lasst uns noch einmal 10, 15, 20 Jahre verlängern und nebenbei forschen. Im Endenergieverbrauch sind wir bei den Erneuerbaren bei 8,8% und bei der Atomen bei 6. Also da stimmt irgendwas nicht. 2, 3, 4. Bei Strom sind wir bei 17, bei der Atomen und bei knapp 10. Bei den Zahlen schwierig. Ja. Wir haben auch nur noch 2 Minuten und deshalb möchte ich noch eine Frage stellen. Der Ausstieg aus der Kernenergie war für die Grünen sozusagen eine Gründungsaufgabe. Sie sind aus der Anti-Atom-Bewegung entstanden. Ist das eine Klippe, über die Sie auch nicht rüberkommen, sprich auch nicht bei Laufzeitverlängerung, egal mit wem und wann? Der Atomausstieg ist nicht verhandelbar, weil die Endlagerfrage nicht geklärt ist, weil es ein gigantisches Sicherheitsrisiko ist, weil es keine Antwort auf die auf Abhängigkeiten bringt, weil es keine neuen Arbeitskräfte schafft. Alle Argumente sprechen gegen und das heißt für uns nicht verhandelbar. Ja. Auch keine Verlängerung, so wie Herr Eppler meint. Wir brauchen die Verlängerung nicht, denn je länger du diese Dinger laufen lässt, umso größer ist auch die Gefahr von Störfällen und Zwischenfällen. Und wenn ich kein Endlager habe, noch einmal, dann geht es einfach nicht, dass die bayerische Regierung sagt, ist uns doch egal, wir schicken es den Fischköppen nach Gorleben. Also das Endlager gibt es in Gorleben, 1,5 Milliarden sind dafür, 1,5 Milliarden sind da bereits ausgegeben worden. Das ist damals in einem nationalen Konsens übrigens entschieden worden. Wenn Frau Roth diese 5, 6 Fragen stellt und wir vielleicht in der nächsten Sendung noch mal doppelt so viel Zeit haben, dann kann man alle Ruhe all die 5 Fragen vernünftig beantworten, sodass sie am Ende vielleicht sagt, vielleicht gibt es doch eine Verlängerung der Laufzeit. Okay, also ich nehme mit, nach wie vor, die Gesellschaft ist in dieser Frage jedenfalls noch nicht versöhnt. Das scheint auch weiterhin einfach eine Bewertungs- und Glaubensfrage zu sein, die ich am Ende nicht entscheiden kann. Ich bedanke mich bei den sehr lebhaften Diskutanten und verweise Sie auf morgen. Dort wird Sie Michael Hirz begrüßen und der wird das Thema Kohle umfassend dann besprechen. Bis dann, wieder schon. Sie können sitzen.